Vor kurzem haben wir euch in einem Special die größten Filmlizenzgurken präsentiert. Naja, zumindest eine Auswahl der kuriosesten Filmspiele. Jetzt sind die weit selteneren Highlights dieser Gattung dran, also die unserer Meinung nach brauchbarsten Hollywood-Versoftungen. Der Fairness halber muss man sagen, dass die hintersten Plätze dieses Rankings jetzt auch nicht viel besser sind als die am wenigsten miesen Spiele aus dem letzten Special. Die Luft wird hier eben schon recht dünn. Star Wars und Herr der Ringe-Titel haben wir erneut ausgenommen. Platz 10, Ghostbusters, das Videospiel. Nachdem Ghostbusters als 8-Bit-Spiel in den 80ern enttäuschte, gab es zum 25. Jubiläum des Kultklassikers diese Perle. Ghostbusters, das Videospiel, ist keine direkte Umsetzung eines der beiden Filme, enthält aber extrem viele vertraute Elemente aus beiden und gilt als eine Art dritter Teil. Das liegt auch an der starken Involvierung der Originalcrew. Alle Darsteller, sogar Bill Murray selbst, kehrten zurück und Dan Aykroyd und Harold Ramis schrieben am Skript mit. Die Story: Kurz nach den Geschehnissen von Teil 2 arbeiten die Geisterjäger für die Stadt New York und bilden neue Rekruten aus. Einen davon spielen wir und bald dürfen wir mit all den bekannten Gadgets herumspielen, ikonische Szenen aus den Filmen etwas anders neu erleben und uns vollschleimen lassen. Platz 9, Heavy Metal Fact 2. Auch das Spiel Heavy Metal Fact 2 ist eine Fortsetzung des Kinofilms Heavy Metal 2000, orientiert sich aber stark an dessen Elementen. Der Film war wiederum eine Fortsetzung des Episodenzeichentrickfilms Heavy Metal aus den 80ern, der auf dem Magazin Heavy Metal basierte und daher fantastische Geschichten im Möbius-Stil mit viel Rockmusik und nackter Haut bot. Teil 2 brachte dann eine durchgehende Geschichte um die Weltraum-Amazone Julie. Die Story baute auf Teil 1 auf und die Hauptfigur auf B-Movie-Ikone und Nacktmodell Julie Strain, übrigens der Frau des Heavy-Metal-Chefredakteurs. Das alles klingt abgefahren genug, um die Vorlage für ein durchgeknalltes Spiel zu sein, und so war es dann auch. Heavy Metal Fact 2 war ein intelligentes, knallbuntes und dennoch düsteres Action-Adventure, das vor allem durch ein Feature faszinierte. Jeder von Julies Waffenarmen konnte separat ausgerüstet und gesteuert werden, wodurch sich der Kampfstil stark individualisieren ließ. Mit dem Kettensägenschwert in der einen Hand und der Laserpistole in der anderen als sexy Penthouse-Model auf die Gegner zustürmen, mehr brauchen die meisten Männer nicht, um glücklich zu sein. Platz 8, die Dune-Spiele. Frank Herberts Science-Fiction-Reihe um den Wüstenplaneten Dune hat jetzt schon einige Umsetzungen als Film und Game gesehen. David Lynchs umstrittene Kultverfilmung von 1984 war dann die Grundlage für zwei Spiele, die Virgin im Jahre 1992 herausbrachte. Während sich das Adventure Dune sehr stark am Look und der Atmosphäre des Films orientierte und heute leider größtenteils in Vergessenheit geraten ist, löste sich Dune 2 etwas davon. Hätte Virgin damals nicht die Filmlizenz für Dune gekauft, ohne so recht zu wissen, was man damit anfangen solle, hätte Westwood also nie ihr Echtzeitstrategie-Experiment mit Dune 2 gewagt, folglich hätten sie es auch nie zu Command & Conquer ausgebaut und vielleicht hätten wir nie die RTS-Welle der 90er erlebt, in der uns auch weitere gute Dune-Spiele beschert wurden, zuletzt 2001 Emperor Schlacht um Dune, das immerhin noch 79% bei PC Games einheimste. Beide Original-Dune-Spiele von 92 sind aber auf jeden Fall noch einen Blick wert, nicht nur für Fans von David Lynchs Film. Platz 7, King Kong. Das Spiel zu Peter Jacksons gigantomanischem Film King Kong ist nicht unumstritten, zählt aber definitiv zu den besseren Filmumsetzungen. Das fehlende Interface hat viele abgeschreckt. Peter Jackson selbst hat sich dafür eingesetzt, um den Look des Titels nicht zu stören. Der sieht auch verdammt gut aus und fängt die Atmosphäre der Vorlage gut ein. Die Fluchtsequenzen vor Dinosauriern sind genauso beängstigend, wie sie sein sollten. Die Designer bei Ubisoft haben es aber letztlich verstanden, aus der Vorlage alles rauszuholen. Der Wechsel zwischen dem menschlichen Helden Jack und Kong selbst, der sich mit Tyrannosauriern anlegt, um seine Anne zu schützen, lässt den Titel nie langweilig werden und liefert eine Bandbreite von Gameplay-Elementen, von Action über Jump'n'Run bis hin zu kleinen Puzzles. Das Ganze ist sauber programmiert, steuert sich okay und ein stimmungsvolles Finale samt alternativem Ende gibt's auch. Platz 6, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Noch ein Klassiker, das Adventure Indiana Jones und der letzte Kreuzzug von LucasArts kam kurz nach dem Film raus und war das erste hauseigene Indie-Spiel. Gemeinsam mit Maniac Mansion und Zack McCracken begründete dieser Teil den Adventure-Room der Firma und definierte das Genre.
Zudem brachte er die Filmatmosphäre perfekt rüber. Alle wichtigen Stationen der Kinovorlage wurden umgesetzt und erweitert. Vor allem natürlich die ikonischen Fallen am Ende und die Suche nach dem einzigen echten Gral in einer Sammlung von tödlichen Fälschungen. Und die Musik klang auch aus den PC-Speakern gut. Die Designer bei LucasArts transportierten die Action-Vorlage gekonnt auf ihr bevorzugtes Genre und schufen einen zeitlosen Klassiker, der nur noch vom direkten Nachfolger Indiana Jones and the Fate of Atlantis übertroffen wurde. Platz 5, Tron 2.0. Die beste Herangehensweise an eine Filmlizenz scheint es zu sein, den Stoff nicht 1:1 umzusetzen, sondern fortzusetzen. Und das am besten viele Jahre später. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal und auch Tron 2.0 geht diesen Weg. Hier wird die bekannte Geschichte um ein virtuelles Universum, in dem Programme ein Bewusstsein haben, fortgesetzt und doch bleiben alle wichtigen Elemente enthalten. In diesem Fall ist das vor allem das großartige Design der Disney-Vorlage, das hier gewahrt und doch modernisiert wurde. In dieser Hinsicht und grob auch was die Handlung angeht, griff Tron 2.0 sogar dem späteren Kinofilm Tron Legacy vor. Gameplay-technisch wurde auch alles richtig gemacht. Das Action-Adventure bot genug Abwechslung, um uns User langfristig bei der Stange zu halten. Platz 4, Virgin's Disney Jump'n'Runs, Aladdin und der König der Löwen. An diesen beiden Titeln führte kein Weg vorbei. Unter Mitarbeit von Disney-Animationskünstlern kreierte Virgin 1992 mit Aladdin ein wunderschönes Jump'n'Run, das sich auch heute nicht vor einem Prince of Persia verstecken muss und mit jeder Menge abgefahrener Ideen und Abwechslung zum Beispiel durch irrwitzige Verfolgungsjagden daherkam. Dem Rezept des Millionenzellers folgte zwei Jahre später der König der Löwen und kam auch prächtig an. PC-Spieler wurden hier mit einem schrägen Konzept konfrontiert, Spielen ohne Speicherfunktion. Dennoch dürften die meisten sich in beiden Fällen in einem Rutsch durchgebissen haben, sowohl Aladdin als auch der König der Löwen waren ungeheuer motivierend. Platz 3, GoldenEye Reloaded. Der Film GoldenEye gilt als der beste Bond-Film mit Pierce Brosnan. Die ursprüngliche Versoftung steht heute immer noch auf dem Index. Im Ausland war sie ein Millionenzeller, aber sie erschien ohnehin nie für den PC. 2011 gab es immerhin eine zeitgemäße Neuauflage für die Konsolen der letzten Generation mit Daniel Craig statt Brosnan. GoldenEye Reloaded lieferte trotz etwas veralteter Technik Bond-Feeling pur. Die Filmstory wurde in abwechslungsreiche Levels übertragen, in denen kleine Hacker und Schleicheinlagen das Geballer auflockerten. Action pur gab es dann im hervorragenden Multiplayer-Modus, in dem wir uns in den Skins klassischer Bond-Gegner bekriegen konnten. Eine Militärsimulation sollte das natürlich nicht sein. Hier stand eindeutig der schnelle Spaß im Vordergrund, wie eben bei 007 üblich. Platz 2, Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay. Vin Diesel selbst lag es am Herzen, dass die Spiele zu seiner Filmserie etwas taugten, weshalb er sich auch stark einbrachte. In Escape from Butcher Bay durften wir 2004 eine verbindende Story zwischen Pitch Black und The Chronicles of Riddick spielen. Der Mix aus Shooter, Schleichspiel und Action-Adventure überzeugte durch seine Grafik, sein abwechslungsreiches Leveldesign und nicht zuletzt durch die Atmosphäre, die Vin Diesel als Riddick allein schon durch seine Stimme erzeugte. An diesem Titel gibt's eigentlich außer seiner kurzen Spieldauer nichts auszusetzen. Platz 1, Blade Runner. Unser erster Platz ist die Versoftung eines der grandiosesten, wenn auch umstrittensten Filme aller Zeiten. Ridley Scotts visuelles Kunstwerk Blade Runner ist für die einen schlicht öde, für die anderen der intelligenteste und immersivste Science-Fiction-Film aller Zeiten. Er lebt vor allem von seiner Atmosphäre und die haben die Westwood Studios perfekt in ihr Adventure transportiert, das dazu auch noch innovativ war. Ein Echtzeit-Adventure, sowas gab's in den 90ern sonst nicht. Das heißt, die Story wurde nicht nur durch unsere Aktion als Blade Runner auf der Suche nach aufständischen Replikanten vorangetrieben, sondern auch durch die NPCs, die ihre eigene Agenda verfolgten. Wir konnten auf verschiedene Arten vorgehen und uns den anderen Charakteren gegenüber mehr oder weniger aggressiv geben. Aus all diesen Faktoren ergab sich eine verzweigte Handlung mit 13 verschiedenen Enden. Es bedeutet auch, dass wir teilweise darauf warten mussten, dass sich die Spielwelt änderte, um weiterzukommen, aber das tat der genialen Idee keinen Abbruch, die seit Text-Adventure-Zeiten kaum noch umgesetzt worden war. Die Story selbst lief parallel zu der des Films und war keine Nacherzählung, aber fast alle ikonischen Schauplätze wurden hier detailgetreu wiedergegeben und all die Gadgets, die Harrison Ford auf der großen Leinwand nutzte, kamen auch hier zum Einsatz. Kurze Auftritte der Originalbesetzung, darunter Sean Young, machten das Bild komplett. Beautiful, isn't it? Wie die meisten Adventures ist Blade Runner gut gealtert und auch heute noch eine Erfahrung.